Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne, und herzlich willkommen bei einem kleinen Guide-Video hier. Wie kriegt ihr Shara Ishvalda Weichplatten? Das erste ist, ihr sucht euch eine Online-Quest, eine optionale Quest. Jemand, der Shara Ishvalda gestartet hat. Dann zieht ihr da euer Internetkabel ab. Jetzt seht ihr hier. Zack. Jetzt seht ihr hier, dass alle, dass die Verbindung getrennt wurde. Ich bin immer noch in der Quest drin. Und kann jetzt aber alleine Shara angehen, was super praktisch ist, denn ihr kriegt die Weichplatten nur, wenn ihr das alleine versucht. Alles andere wird mit ziemlicher Sicherheit daneben gehen. Ihr schnappt euch hier die Items, die Wurfgeschosse, die braucht ihr nämlich, die sind ziemlich wichtig. Dann ist des Weiteren relevant, dass ihr eine Waffe nutzt, die sehr viel Schaden mit einem Schlag durchführt. Das kann ein Großschwert sein, das kann aber auch ein Hammer sein oder ein Jagdhorn. Ist alles wunderbar. Ihr braucht auch gewisse Fähigkeiten, die erleichtern die Sache nämlich ganz, ganz immens. Die erste ist Erschütterungswiderstand. Das Vieh macht ständig Attacken, die den Boden erschüttern, und ihr könnt euch dann nicht bewegen. Das führt gerne dazu, dass ihr geone-shottet werdet. Wenn ihr Stufe 3 Erschütterungswiderstand habt, seid ihr immun gegen den Scheiß. Dann nehmt ihr Gesundheitsboost 3 mit. Wie gesagt, One-Shotten wollen wir verhindern. Dann nehmt ihr, das ist ganz wichtig, kritisches Ziehen mit. Der erste Angriff, den ihr nach dem Ziehen eurer Waffe einsetzt, macht immer einen Crit-Schaden. Das Ding hat immer 100% Affinität und ihr crittet immer mit dem Ding. Das nächste ist Teilezerstörer. Das müsst ihr drin haben, egal mit welcher Waffe, denn wir wollen den Kopf so schnell wie möglich brechen. Alles andere danach ist nicht sonderlich relevant. Wie gesagt, Teilezerstörer ist wichtig, Erschütterungswiderstand ist wichtig. Ja. Das sind die wichtigen Sachen. Ihr könnt auch noch Sumpfläufer reinpacken. Sumpfläufer ist ebenfalls eine wichtige Angelegenheit, wenn ihr verhindern wollt, dass ihr im Treibsand festhängt. Und jetzt geht's los. Die Strategie ist ziemlich simpel hier zu Beginn. Ihr habt euch hier oben die Fackelkapseln da aufgenommen. Das können auch Steine sein oder andere Muni. Das ist völlig irrelevant. Wichtig ist nur, dass ihr Muni habt. Und dass ihr unten links auf dem Radar seht, dieses gelbe Auge, dass das Vieh nicht enraged ist. Wir springen jetzt in die Fresse mit der Klatschklaue. Dann lenken wir ihn einmal. Dann lenken wir ihn einmal. Und rammen ihn da in die Wand rein. Oder wir lenken ihn nicht. Zack, rein in die Wand. Wir machen es einfach so. Ich glaube, der Radius müsste groß genug sein, dass es trotzdem trifft. Genau. Jetzt seht ihr, fast 3000 Schaden. Vier Teile sind gebrochen. Und jetzt rennt ihr zu dem Mongo hin. Und macht so viel Schaden wie möglich in seinem Gesicht. Ihr habt Teilezerstörer, das ist eine sehr praktische Angelegenheit. Ah, bam! Und ich habe jetzt hier noch ein Explosionsschwert. Die Brachvideos Explosionsklinge. Das Ding ist ganz fantastisch. Und macht dementsprechend zuweilen dann mal so einen Explosionsblockangriff. Ihr kriegt immer mal wieder diese Kapseln, die ihr unten gesehen habt, diese roten Munitionskapseln. Auch die sind ziemlich nützlich. Damit könnt ihr nämlich das Vieh wieder in die Wand hämmern. Das habe ich jetzt wieder gemacht. Und ihr seht, da bricht schon wieder ein Teil runter. Das wird wieder 3000 Schaden machen. Und ihr brecht noch mehr Teile als ihn. Jetzt greifen wir wieder sein Gesicht an. Und den letzten Angriff werde ich jetzt chargen. Wie gesagt, hier funktioniert auch wunderbar ein Hammer, hier funktioniert auch ein Jagdhorn, könnt ihr alles nehmen. Ist völlig irrelevant. Wichtig ist nur, dass ihr mit möglichst wenig Treffern möglichst viel Schaden machen könnt. Weil ihr habt nicht so viele Möglichkeiten, seinen Kopf zu treffen in der zweiten Phase. Und nur da kriegt ihr dann die Weichplatten. Und rein ins Gesicht. So, das war schon mal ganz nett. Der Grund, warum ich jetzt hier die Brachidias-Klinge habe, ist, weil die total geil aussieht. Ihr könnt auch alles andere nehmen, das ist scheißegal. Am besten wäre wahrscheinlich das Großschwert von Valkana, weil das Vieh hier schwach ist gegen Eisattacken. Aber ihr könnt auch eine ganz normale Klinge nehmen. Ich habe zuerst die Erzklinge genommen, das Erzgroßschwert. Hat auch wunderbar funktioniert. Macht keinen großen Unterschied. Der Grund, warum kritisches Ziehen so geil ist, der erste Angriff, seht ihr, ist immer ein Crit. Und ihr habt oftmals nur die Möglichkeit, einen schnellen Angriff durchzuführen, dann in der zweiten Phase des Kampfes, wenn er seine Panzerung ablegt.
Und da der erste Hieb immer ein Crit ist, macht er dementsprechend auch immer mehr Schaden. So, jetzt rennen wir da wieder schön in sein Gesicht und hacken drauf ein. Ihr seht, das Ding bricht die ganze Zeit und da war ein Explosionsproc, das waren dann nochmal schöne 600 Schaden. Bam, nochmal 400 Schaden in die Fresse. Das Vieh leidet ganz gehörig. Ihr könntet theoretisch jetzt auf sein Gesicht nochmal treffen. Mit der Klatschklau, mit der Klammerklaue, um es wieder aufzuweichen. Das wäre eine ziemlich clevere Angelegenheit. Ich bin jetzt hier falsch gelaufen. Ich werde jetzt aber trotzdem nochmal reinjumpen. So, wie gesagt, wenn ihr die Quest selbst nicht habt, das ist eine zufällige Quest, die immer wieder auftaucht, dann sucht euch online einfach Leute, die die gerade optional machen. Joint den. Dann kappt ihr euer Internet, sodass ihr alleine in der Quest seid. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr viel höher, dass ihr überhaupt in der Lage seid, dem Typen dann gleich den Kopf zweimal zu brechen. In der zweiten Phase. Denn nur nach dem zweiten Bruch des Kopfes kriegt ihr die Möglichkeit, Weichplatten zu carven. So, ich werde mich jetzt einmal heilen. Er macht das hier ganz gerne 3-4 Mal. Zack. Zack, und jetzt kommt noch einer. Und ich werde einfach mal ein bisschen dodgen. So, ich schnappe ihn mir nochmal und ramme ihn nochmal gegen die Wand. Das macht ein bisschen Schaden. Aber den meisten Damage macht ihr natürlich, wenn ihr die Felsen da oben trefft. Habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Da sind nämlich bis 2. So, jetzt wäre die Fähigkeit Sumpfläufer praktisch. Dann werdet ihr nämlich, dann würdet ihr nämlich nicht so langsam laufen wie ich jetzt gerade. Ich habe die Fähigkeit jetzt hier nicht drin, ich habe es einfach vergessen. Es wäre aber besser, sie zu haben. Richtig spannend wird die dann aber erst in der zweiten Phase, wenn Sharaish Walder damit anfängt, hier alle verfickten Teile dieser Arena zuzuschalten. So, es geht weiter. Ihr solltet des Weiteren immer Teleporter dabei haben. Ihr müsst euch nämlich sicherlich zwischendurch entweder Munition holen oder eure Tränke wieder aufbessern hier. Und auf jeden Fall immer wieder einen Teleporter mitnehmen. Der Teleporter ist absolut relevant für Fernkämpfer natürlich, wenn ihr Munition benutzen müsst. Aber auch für alle anderen Klassen saunützlich. Als Mantel empfehle ich euch den Lebensrettermantel. Ihr seid einfach immun für ein paar Schläge dann. Und ich empfehle euch den Ausweichmantel. Der Trutzmantel führt eher dazu, dass ihr sterbt, weil ihr von Attacken, die euch normalerweise umwerfen würden, dann nicht umgeworfen werdet und dann sicherlich so viel Schaden abkriegt, dass ihr hops geht. Ist also nicht so geil. So, ich greife jetzt sein Gesicht und versuche ihn in die Wand zu rammen. Lock ihn nochmal hier vorne hin. Jetzt kommt der Laser. Hier lauft ihr einfach immer ein bisschen zur Seite. Wir locken ihn einfach mal hier vorne hin. Er wird jetzt hier das Ding oben zerstört haben. Ich bin jetzt hier betäubt. Betäubung ist eine Angelegenheit, die gerne dazu führt, dass ihr sterbt. So, okay. Die Felsbrocken da, die ihr an den Rändern seht, die kann er zerstören. Wenn ihr in der Lage seid, ihn da reinzulenken und ihn da gegen die Wand zu hämmern, dann machen die sehr viel Schaden. Ihr könnt versuchen, ihn hinzulocken, das habe ich gerade versucht, ist mir nicht gelungen. Indem ihr seitlich von den Dingern steht, da oben ist er nämlich, und versucht ihn herzulocken, weil er rennt nicht so weit, dass ihr ihn mit eurer Munitionsentladung oder mit eurem Rückschreckangriff da tatsächlich auch hinhämmern könnt. Ich probiere es jetzt mal, den da hinzurammen. Wird wahrscheinlich nicht ausreichen. So, jetzt brauche ich noch eine Munition hier. Ich springe nochmal zur Sicht. Ich werde versuchen, einen Schuss von ihm zu kriegen.
Und dann werde ich ihn drehen. Mit ein bisschen Glück krieg ich das gebacken. Habe aber keine Muni bekommen, deswegen wird das wohl nichts. In der Phase des Kampfes ist es wichtig, da fällt der Fels gerade. Ist also nicht mehr möglich, das hinzukriegen. Ist auch wie gesagt nicht so schlimm. Macht zwar Schaden wie Sau, aber ist nicht essentiell. In der Phase des Kampfes ist es am wichtigsten, dass ihr immer den Kopf angreift. Hier müsst ihr nämlich den fucking Schädel müsst ihr brechen. Alles andere führt eher dazu, dass er stirbt, bevor ihr den Kopf das zweite Mal brecht. Das bringt euch gar nichts. Immer ein Hieb, zack, und dann verpisst ihr euch hier. Deswegen ist das Großschwert oder generell Waffen, die sehr viel Schaden mit einem Hieb machen, so unglaublich praktisch. Jetzt senkt er den Kopf wieder, wir greifen ihn an. Jetzt rollen wir wieder weg. Das macht ihr die ganze Zeit, immer den Kopf einmal angreifen. Zack. Ihr könnt natürlich auch chargen, auch das ist möglich. Jetzt wird er anfangen, hier rumzulasern. Was ihr auch machen könntet, ist, dass ihr unten Charge ladet. Auch das ist möglich. Aber hier müsst ihr genau wissen, wo ihr steht. Ansonsten verkackt ihr das. So, das war knapp. Da müsst ihr immer weg. Und ins Gesicht. Und ins Gesicht. Jetzt hat er alle drei Felsen zerbrochen. Das passiert meistens, also im Regelfall zerstört er die Scheißdinger, bevor er auch nur in der Nähe von ihm ist. So, das war der erste Bruch. Jetzt ist es möglich, dass ihr als Belohnung, wenn ihr den Kampf gewinnt, eine Weichplatte bekommt. Wenn wir den Kopf jetzt nochmal brechen, fällt ein Teil von ihm ab, wie bei einem Schwanz, den ihr abhackt. Und das Ding könnt ihr zweimal carven. Wenn ihr den zweimal ausweidet, kriegt ihr immer zwei Weichplatten. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, so viel Schaden am Kopf zu machen, bis das Ding das zweite Mal bricht. Ja, und die Strategie, wie ihr seht, ist simpel. Ranrennen, einmal angreifen, sich verpissen. Und das macht ihr die ganze Zeit. Das könnt ihr auch mit anderen Waffen machen, aber ihr habt vielleicht nicht genügend Zeit, den Kopf zu treffen. Hier macht ihr halt immer dick Schaden mit einem Angriff. Und das ist vielleicht nicht möglich mit einem Langschwert oder was weiß ich hinzukriegen, wenn ihr da nicht genau die Positionierung habt, die ihr benötigt. Ihr könnt auch die Füße angreifen. Wenn ihr das macht, könnt ihr umfallen, dann könnt ihr einen Full Charge Slash zum Beispiel setzen oder eine fette Combo. Das kann aber auch dazu führen, dass jetzt zu viel Schaden an seinen Lebenspunkten macht und ihn tötet, bevor er den Kopf bricht. Ich werde es versuchen, mal hier hinzukriegen. Ja, da stehe ich natürlich total clever. So. Das ist immer die Gier, die gute alte Gier. Kann ich mal wieder voll, zack. Hiernach habt ihr immer einen Schlag frei, den ihr machen könnt. Ihr könnt auch die Flügel angreifen. Auch das ist möglich, aber am besten immer den Kopf, wie gesagt. Das ist einfach das, was ihr machen müsst. Wenn ihr den Kopf nicht trefft, wie gesagt, könnt ihr euch vielleicht auf einen Fuß konzentrieren. Mit ein bisschen Glück fällt er um. Und ihr könnt massiv Schaden machen an seinem Schädel. Aber wie gesagt, ich habe auch schon diverse Kämpfe gehabt, mit denen ich mir das versaut habe, weil ich zu viel Schaden am Füßchen gemacht habe. Und wieder drin gestanden. Jetzt das Hinterbein getroffen. Hinterbein bringt euch überhaupt nichts. So, mal wieder ins Gesicht hauen. Der Kampf dauert lange, bestimmt so eine halbe Stunde. Wenn ihr das auf die sichere Methode hier macht. Gibt natürlich andere Methoden. Ihr könnt eine Armbrust nutzen, auch das ist möglich. Fernkampfattacken sind natürlich insofern praktisch, dass ihr die ganze Zeit eben den Kopf als Schwachpunkt attackieren könnt.
Auch wenn er den mal nicht nach unten rennt, so wie in diesem Fall jetzt hier. Wir können jetzt in die Wand hämmern, dafür braucht ihr aber Muni. Munition findet ihr unter anderem hier an diesen Steinen. Wir versuchen ihn mal hier vorne hinzulocken. Guckt er in meine Richtung und macht jetzt einen kleinen Laser. Und ich versuche ihn jetzt einfach mal nach vorne wieder zu haben. Könnte reichen. Reicht aus. Bisschen Schaden am Kopf gemacht. Nochmal ein Hieb. Verfehlt. So, jetzt könnte es sein, dass er enraged aus diesem Treibsand hier. Ja, ja, die Augen sind offen, er ist enraged. Aus diesem Treibsand kommt immer mal so eine Explosion raus. Ihr solltet also tunlichst vermeiden, da drin rumzustehen. Wenn ihr Sumpfläufer habt, ist es einfacher, nicht drin rumzustehen. Jetzt habe ich ihn in die Fresse gehauen, habe ihn geflincht. Der nächste Angriff, oder der nächste fette Angriff sollte dafür sorgen, aua, dass sein Top kaputt geht. Ich muss also noch ein bisschen raufhauen. Zack, jetzt habe ich ihn umgehauen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, heftig Schaden in seinem Gesicht zu machen. Ich hoffe mal, dass diese Explosion da unten aus dem Sande mich in Ruhe lässt und ich meinen True Charge Slash machen kann. Der hat gesessen, das war Schaden, wunderbar. So, jetzt haben wir den Fuß nämlich einmal schön geknackt. Was dazu führt, dass wir... Na, ihr seht, wie langsam ich bin. Das liegt in erster Linie daran, dass ich Sumpfläufer nicht dabei habe. Es ist nicht absolut essentiell, dass ihr das habt, aber es macht die ganze Sache viel einfacher. Der kombot euch auch ganz gerne mit den Sandexplosionen, die hier unten dann immer mal wieder passieren. Das ist eine ziemlich nervige Sache. Ihr werdet dann irgendwie von einem Angriff getroffen und dann sterbt ihr in so einer Sandexplosion unten. Oder ihr werdet von so einer Sandexplosion erwischt und dann, wenn ihr aufstehen wollt, macht er seinen Laser und dann seid ihr am Arsch. Das kann immer wieder passieren. Und das ist das, was meistens die Leute auch tötet. So, wir gehen wieder ins Gesicht dann. Wir müssen nämlich den Kopf schwächen. Wir machen viel mehr Schaden dann. Jetzt warten wir mal kurz. So, rein in die Presse. Zack. Jetzt hat er sich eingebuddelt. Jetzt macht er seine Supernova sozusagen, seinen mächtigsten Angriff. Was ihr hier macht, ist ganz einfach. Ihr geht so weit wie möglich von ihm weg. Und ihr solltet tunlichst vermeiden, auf dem Sand zu stehen. Wenn ihr ganz weit von ihm weg seid, dann müsst ihr euch verfehlen. Wenn ihr direkt hinter ihm steht, dann müsst ihr euch ebenfalls verfehlen. Manchmal macht er genau nach dieser Captain Nova, nach seiner Genki Dama Todeskugel, macht der Laser danach und dann, ja, stirbt ihr oftmals. Das ist natürlich dann eine beschissene Angelegenheit, aber so ist er halt. Das ist das, was er die ganze Zeit macht. So, dann macht er das auch sehr gerne, einfach mal, wenn ihr an seinem Kopf hängt, dann setzt er den Laser ein, ihr fallt runter und werdet dann, naja, wenn ihr Pech habt, getötet oder wenn ihr großes Glück habt, kriegt ihr einfach sehr viel Schaden. Ich muss jetzt schärfen eigentlich. Das werde ich jetzt auch machen. Gehe jetzt nämlich hier mit dem Teleporter zurück. Hol mir wieder ein bisschen Material. Hol mir einen neuen Stein. Und dann geht's wieder weiter. So, zack. Ein neues Loadout hier. Wieder ein Teleporter, ein paar neue Tränke. Meine Schärfe ist wieder weiß. Wenn ihr im Zelt wart, habt ihr wieder Maximalschärfe. Und hier sind wieder neue Steine gespawnt. Das macht ihr dann einfach immer mal wieder. Ich werde jetzt hier nochmal so einen Energiedrink mir reinziehen. So einen schönen Energy-Drink. Habe ich ein bisschen mehr Ausdauer. Was immer ganz praktisch ist, wenn ich an seinem Dreckskopf hänge. Jetzt machen wir das mit dem Laser. Und jetzt hacke ich nochmal sein Gesicht hier ein bisschen an. Jetzt drehe ich ihn gegen die Wand. Zack.
hänge mich ran, drücke Kreis und dann drücke ich R2. Dann entlade ich meine ganze Muni und der rennt im Bestfall gegen die Wand. Jetzt war er aber zu dicht dran. Jetzt war er zu weit weg, meine ich, sodass er nicht gegengerannt ist. Und wieder ins Gesicht. Zack. Wird nicht mehr lange dauern. Er wird bald sein Gesicht verlieren, wie man so schön sagt. So, hier guckt ihr einfach immer auf den Boden und verpisst euch da, damit ihr nicht getroffen werdet davon. Shinies könnt ihr immer schön sammeln, ihr droppt genug. Jetzt haben wir die Fresse wieder eingeschlagen, Drachenschatz hat er verloren und nochmal ins Gesicht. Und wieder weg. Macht das hier ruhig langsam und sicher. Ihr habt nichts davon, wenn ihr dauernd drauf geht. Und wie gesagt, greift seinen Kopf an oder die Füße, wenn ihr ihn einmal umwerfen wollt. Das ist dann auch eine Möglichkeit, die ihr habt. So, wir verpissen uns jetzt von seinen Sandgruben wieder. Ich will, dass er sich umdreht. Ich habe keinen Bock, ihn hier gegen die Wand gepresst zu haben. Komm mal her. Komm raus da. Der Laser wieder. Hier vorne ist wie ein Stein, den wir uns dann aufsammeln. Und da kommt er wieder runter. Da hacken wir mal wieder 200 Schaden rein. Es ist auch praktisch, wie ihr seht, wenn ihr göttlicher Schutz habt. Das sorgt dann dafür, dass ihr im Bestfall, jetzt habe ich schon wieder gehabt, dass euer Schaden, den ihr abkriegen würdet, halbiert wird. Auch das kann euch mal den Arsch retten. Schnelles Essen ist auch praktisch, dann müsst ihr einfach nicht so lange rumrennen, während ihr euch heilt. Und jetzt verpisst er sich wieder. Ihr guckt jetzt zum Boden hier runter und seht, okay, da hinten ist er jetzt wieder weit weggelaufen. Ihr geht auf die gegenüberliegende Seite von ihm. Stellt euch hier hin. Und dödelt ein bisschen rum. So, jetzt lauft ihr nach rechts. Es kann nämlich sein, dass er lasert. Und er lasert, wie ihr seht. Direkt danach kam Laser. Wärt ihr stehen geblieben, hätte euch damit erwischt. Und ins Gesicht fallen. Zack, dann rollen wir wieder und dann rollen wir wieder weg. Und dann wieder ins Gesicht. Zack. Und das ist sein Gesicht. Jetzt ist es gebrochen. Ihr seht hier oben, ein Stück ist rausgeknackt aus ihm. Da unten liegt ein Teil. Und das Teil hier könnt ihr kapern. Sobald ich meinen Lebensrettermantel wieder habe, werde ich das Ding da kapern. Und dann kriege ich zwei Weichklappen. Ich versuche jetzt hier mal hinzulocken hier vorne. Ich will nämlich nochmal seinen hässlichen Kadaver gegen die Wand pressen lassen. Komm her. Ihr seht auch unten auf dem Radar so ein Kopfsymbol, so ein Schädel. Das ist einfach der Punkt, wo sein Skalp liegt. So, ich versuche ihn da jetzt reinzuhämmern. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist er zu weit weg. Ist mir jetzt erstmal egal. Nö, ist nicht zu weit weg. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit, um zu carven. Das mache ich jetzt einfach mal. Und jetzt seht ihr da oben Weichplatten, zwei Stück bekommen. Zack. Jetzt haue ich ihn so lange in die Fresse oder auf seine Füße oder was weiß ich wohin, bis er stirbt. Und das ist der Kampf. Viel mehr ist es gar nicht. Ich greife sein Füßchen an. Jetzt ist eine Explosion passiert. 600 Schaden hat es gemacht. Jetzt versuche ich einfach nur, nicht zu sterben.